money, Boots. Or next time, I mix and match. Hit me. Hasn't there been enough of that? Have a heart. One of Detta's kids? Anyone else throwing me out of windows lately? Come clean with the debt, Sly. Detta's no slouch, and he's got muscle. He'll collect one way or the other. Hey, money's tight. Soon as it rains, I'll pour some. I'd suggest a job if I thought you'd take it. Try me. The key to my cellar's missing. Oh, yeah? Where's the job part come in? When you find it, and I pay you. Man, I need a real case. I need a challenge worthy of my deductive and pugilistic skills. But I've got a bouncer. Cute. You want some real advice? Find a job. It's amazing how many of your problems it'll solve. You think? Fatima! Anything on Sendernet? Nothing you're sober enough for. I'm just waiting for business to pick up. What's with the attitude? For one, I'm sick of being dead. And second, I'm tired of watching you drink your life away. When did you become such a bum? I'm not a bum. Prove it. Bums don't have offices. An office isn't a storage room in a cheap bar, Boots. Hey. It's time for a new line of work. Forget it, sweetheart. I'm a detective. It's what I do. Then go out and do it. I'm always here if you ever get off your butt and make useful. So, willkommen zu meinem neuen ersten richtigen Rollenspielprojekt. Das Science-Fiction-Fantasy-Mischmasch-Rollenspiel aus dem Jahr 2000 Anachronox. Von den Machern vom Studio Ironstorm und von Eidos gepublished. Gibt's Eidos überhaupt noch? Ich glaube nicht. Ironstorm sind die Macher der ersten Deus Ex Teile. Und noch von einigen anderen geilen Spielen, wenn ich mich nicht erinnere. Von Spectre Warren hieß er, glaube ich. So, Anachronox, hab ich erst vor ein paar Monaten auf GOG.com entdeckt. Mir dann auch gleich gekauft und mal eine halbe Stunde bis jetzt angespielt und gedacht, das wird ein großes Roll-Let's-Play-Projekt. Sehr geil, das Spiel. Ja. Also viel weiß ich auch noch nicht über das Spiel. Wir spielen hier den Detective Sly Boots, der wohl etwas finanzielle Probleme hat. Ach ja, und noch was zum Spiel. Das Spiel scheint niemals in Deutsch erschienen zu sein. Es gibt aber einen deutschen Fanpatch, der eben das Spiel, zumindest die Texte und die Texturen in Deutsch übersetzt, wird aber wahrscheinlich ein paar Fehler beinhalten. Also, die Auflösung ist übrigens 1280 auf 720, was das Maximale ist, glaube ich, irgendwie sowas. Also nicht wirklich HD. Full HD kann ich hier gar nicht aufnehmen. Und falls ich es doch gerade mache, dann war das nicht so gut. Naja, egal. Ich habe hoffentlich den Afterburner auf Vollbild gestellt. Egal. So, zu meiner Spielweise. Ich bin ein alter Pen-and-Paper-Fan-Rollenspieler. Und dementsprechend werde ich auch meine Rollenspiele hier gestalten. Grotesque Tactics war das einfach nicht möglich. Das war sowieso nur so ein Projekt zum Einüben. Das hier wird jetzt das richtig große erste. Und also ich werde versuchen, möglichst in der Rolle von Sly Boots zu bleiben, mir vorzustellen, wie er es versucht. Ich werde womöglich keine Power Gaming machen, kein Bug Using, möglichst eben wirklich rollenspielerisch zu bleiben. Ja. Gut, übrigens schon eine der witzigen Ideen, ihr habt ja schon gesehen, meine Sekretärin, die Fatima, ist tot und lebt in diesem kleinen Objekt, das mein Mauszeiger ist. Das Ding da, was da hier so rumschwebt. So, und wir sollen uns jetzt als erstes mal einen Job besorgen. Reden wir doch mal mit ein paar Leuten hier. Moment.
Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Grafik ist natürlich auch nicht so der Hit, das Spiel ist 13 Jahre alt, also es geht doch auch mal weg da. Deiner Spitzhacke. Was für ein wunderbarer Flug war das. Schade, dass dein Genick beim Aufprall nicht gebrochen ist. Ich liebe diesen Sound. Okay, das Spiel scheint ein bisschen gemein zu sein. Von der Atmosphäre her ein bisschen düsterer. Gib mir einen Drink aus und ich verrate dir das Geheimnis des erfolgreichen Kämpfens. Halleluja, Sirup, Darmwärmer, Schwindel, Cocktail, Gossensaft 2, 3, 3, 4. Ich glaube, ich nehme den Darmwärmer. Wenn du dir nicht mal deinen Drink leisten kannst, ist die Selbstverteidigung das Letzte, worüber du dir Sorgen machen musst. Oh, scheiße. Gut, kann ich den jetzt... Ja gut, dann habe ich das jetzt wohl vermasselt. Ich darf jetzt nicht nochmal wegen Rollen spielen. So. Gut. Reden wir noch mit der Dame hier. Die scheint zumindest ein Mensch zu sein. Also hier sind schon viele andere Spezies unterwegs. Was ich schon mal ziemlich cool finde. Finde ich ein bisschen in einem modernen Science-Fiction-Film schade, dass die eigentlich keine richtige eigene Welt mehr haben, sondern irgendwie 40 Jahre in der Zukunft zu spielen, aber irgendwie noch alle dieselben Waffen, Autos und was wir noch alles heute haben. Das ist nicht mal schade. Das fand ich bei Battlestar Galactica auch so schade, dass eigentlich nicht viel. Ich weiß, das war Sinn der Sache von der Serie, weil die sich auf Story und Charaktere fokussieren wollten. Finde ich aber trotzdem ein bisschen schade, dass sie das nicht machen. Wahrscheinlich eher aus finanziellen Gründen. Okay, dann reden wir mal hier mit der Frau. Hey, Buta. Buta? Schöner Flug war das. Wie ein Schwan. Richtig süß. Hat es dir gefallen? Ich habe die ganze Woche geübt. Hey, suchst du immer noch eine Arbeit? Ballester heißt die gute Dame. Meine Freundin Dianamo hat für irgendeinen Kerl die Tunnel durchsucht. Vielleicht braucht sie Hilfe. Sie ist irgendwo in der Franks-Penne, wenn es dich interessiert. Danke, Süße. Du bist ein Schatz. Nur für dich, Buta. Buta, wahrscheinlich Schuhe oder so. Boot ist der Schuh. Naja, egal. Die Fliege. Der Film ist hier wohl gerade erst rausgekommen. Eine Tanzfläche gibt es also auch in dieser billigen Bar. Reden wir mal mit dieser Person. Der sieht irgendwie aus wie... Chekhov? Jackie Chan? Ja, Chekhov. Duell der Rausschmeißer. Hey, Sly, ich hörte, du wärst ein Kunstflieger. Okay, mehr sagt er nicht. Ich wollte dir ja helfen, aber es sah so aus, als hättest du die Sache unter Kontrolle. Ah, na gut. F1 um Fatima zu benutzen, wenn ich mich richtig entsinne. Genau, hier seht ihr eben meine Sekretärin. Die Quests. Finde einen Job, Süßer. Die Anamo wurde für einen Job angehört. Ich könnte man auch gebrauchen. Siehst du, Franks Panelli, das lasse ich dich hier gar nicht raus. Nimm die Kamera aus einem Büro mit. Find etwas Geld in deinem Büro. Vielleicht findest du etwas im Hinterzimmer. Streichle den Timeminder. Das bringt Glück. Ah ja, genau. Die Timeminder. Das sind, diese Wesen hier. Diese hier, das sind unsere Speicherpunkte. Das Spiel hat je nach Schwierigkeitsgrad, auf dem man spielt, kein freies Speichern. Wir spielen hier gerade auf normal. Ich hoffe, es war kein Fehler. Die älteren Spiele sind meistens ziemlich hart. Ich hoffe, ich pack's. Bei Elternspielen muss ich das öfter wirklich auf leicht stellen, um das zu schaffen. Weil das geht zwar nicht. Aber mal schauen. Ich denke, dass wir das hier auch schaffen. Das Kampfsystem ist sowieso ein bisschen ungewöhnlich. Der Stil soll so ein bisschen eine Mischung aus japanischen RPGs, die ich mal so nicht so mag, und eben westlichen sein. Das Kampfsystem ist so ein bisschen Nintendo-mäßig, aber ihr werdet es später sehen. Mit wem wollte ich jetzt noch reden? Mit ihm hier. Diesem Yeti, was auch immer er ist. Hier geblieben. Brass Tangle, ich bin nervös, Sly. Dieter schickt Leute in den Tunnel hinter dem Wohngebiet, um Mystag auszugraben. Das Problem ist, jeder kommt ohne bestimmte Körperteile zurück. Ich will keine Höhlenmonster bekämpfen und ich will nicht für Dieter arbeiten, aber man muss irgendwas essen, nicht wahr? Okay, dieser Dieter scheint wohl so ein Boss zu sein. Habe ich dir schon erzählt, dass ich Angst im Dunkeln habe? Dieser Dieter scheint wohl so eine Art Mafia-Boss zu sein oder so ein lokaler Herrscher hier. So, okay, dann reden wir noch mit dieser Person. Du steckst in einer Krise, da müssen wir alle durch. Ich meine nicht so lange wie du, aber da müssen wir alle durch. Okay. Mach nicht so ein schuldiges Gesicht, du machst mich damit krank. Ist keine weitere Dialogoption, okay. Mit ihm hier wollten wir noch reden.
Ist ein Mensch? Ah. Ein Humanoid, aber kein Mensch. Dim José. Mann, oh Mann, Sly, ich habe schon wieder mein ganzes Geld in Casinox verspielt. Alles, was ich habe, ist dieses Stück Mystic. Soll ich es verkaufen oder was? Es ist nutzlos, du solltest es verkaufen. Bloß nicht, Mann. Eines Tages könnte es viel wert sein. Also so wie ich Sly Boots kenne, würde ich mal sagen, das ist so, so ein Chaot wie ich, der alles aufhebt und nichts wegschmeißt. Und immer etwas langfristiger... Nein, langfristig denkt er nicht. Es ist nutzlos, du solltest es verkaufen. Typ ist eher... Ich spiele es noch nicht lange, deswegen kann ich nicht einschätzen, wie ich den jetzt spielen soll. Bloß nicht, Mann. Eines Tages könnte es viel wert sein. Also ich persönlich, als mein Charakter, würde ich diese Antwort nehmen. Aber ob Sly nehmen würde... Ist nutzlos. Du solltest es verkaufen. Mystic. Bloß nicht, Mann. Eines Tages könnte es viel wert sein. Ach, ich glaube, ich nehme das hier, weil Sly wahrscheinlich glaubt irgendwie, dass das vielleicht irgendwann wirklich wertvoll werden könnte. Und das ist es wahrscheinlich gar nicht. Aber gut, ja, das war genau das, was ich mir auch dachte. Danke für den Rat, Mann. Okay, mit ihm haben wir schon geredet. Willst du mir doch noch einen Drink ausgeben und das Geheimnis des erfolgreichen Kämpfens herausfinden? Halleluja-Sirup. Na gut, das ist für 4. 3 war ihm zu wenig, also nehmen wir es für 4. Wenn du dir nicht mal einen Drink leisten kannst, ist die Selbstverständlichkeit. Ach Gott, ich habe kein Geld! Ja, sagt mir das doch. Okay, dann muss ich erstmal in meine Wohnung schauen. Abstellraum. Ah, wir wohnen im Abstellraum. Das kenne ich irgendwo her. Nein, im Abstellraum direkt habe ich noch nicht gewohnt, aber. Haben wir denn hier? Ach ja, genau. Boots. PAL-18 funktioniert schon seit einem Jahr nicht. Typ B-Batterien sind in den Bricks sehr selten, sonst hätte ich ihn wieder aufgeladen. Mama, kleiner Kerl, wir hatten schöne Zeiten miteinander. Was haben wir hier? Eine Kamera. Ah, meine alte Kamera, die nehme ich doch gleich mit. Steuerung. Foto End. Foto schießen leers. Hier ist sie, Ben. Okay. Drücke F11, um die Kamera zu benutzen. Okay. Ah. Ja, ich wette, die spielt irgendwann noch eine wichtige Rolle in der Story. Sonst hätten wir die jetzt wahrscheinlich nicht so gekriegt. Und man kann einfach nur Screenshots mitmachen. Ah, Entschuldigung, mein Mund ist gerade noch ein bisschen trocken. Moment. So, was ich jetzt noch sagen wollte, war, dass nicht nur, dass mein Mund trocken ist, sondern dass ich mich wirklich auf dieses Projekt gefreut habe. Das Spiel ist potenziell so genau mein Geschmack. Es sieht abgefahren aus, kreativ, schön rollenspiellastig. Wie es mir gefällt, dann sollten wir noch in den Hinterraum. Was haben wir denn da? Was ist mal durch die Kamera? Leider ist die Grafik nicht gut genug. Na gut, die Tür sollten wir, glaube ich, öffnen, ne? Habe den Schlüssel vor ewigen Zeiten verloren, aber ich denke, ich kann das Schloss knacken. Steuerung-Taste gedrückt und klicke darauf. Okay. Habe ich hier vielleicht noch irgendwas im Tisch? Moment. Meine alte Gegensprechanlage brauche ich nicht mehr, seitdem du in meinem Live-Cursor bist, Fatima. Weil ich mitgekriegt habe, ist Fatima nicht seine Frau oder Freundin gewesen, sondern Sekretärin, zumindest wie ich es bis jetzt gesehen habe. Sammlung Party. Wähle die Party. Also hier hat man eben auch, ihr seht schon, wieder eine Gruppe. Na, wo bin ich denn? Ah ja, genau, das Ding wollte ich drücken. Dafür speichern wir mal, denn das ist hier nicht so einfach. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, wie man... Ihr seht immer meine Testaufnahmen. Schnellspeicher, das muss ich nochmal schauen. Okay, das Bootsschloss knacken. Finde den Code für jede Sperre heraus, indem du auf die jeweiligen Pfeile klickst und die Pfeiltasten benutzt. Klicke genau auf die Sperre oder drücke die Leertaste, um die eingegebene Kombination auszuführen. Alle Sperren in der vorgegebenen Zeit. Die Anzeige auf dem Griff des Dietrichs zeigt dir deinen Fortschritt. Ich glaube, das erste war.
Nein. Was ist das? Hier seht ihr die Anzeige, wie nah ich dran bin. Jetzt bin ich sehr nah dran. Ich denke, es war 9 dann. Bis 7? Ah, 7 war es. Gut. Ah, das nächste. Ich weiß nicht, was es war. Ah, gut. Und 8. Und 20 Sekunden noch, beeil dich. Ah, 9. 7, 7, 9. Ach, das war. Nein? Was ist das? 7, 7, 7. Okay, das war irgendein Anspiel auf ein anderes Spiel. Ich weiß nicht mehr welches. Geld. Hey, all das Geld aus meiner Wäsche. Ja, nehme ich mit. Samt. Also, ihr seht schon, alles ist nicht übersetzt worden und so weiter. Meine alte APE-Konsole. Ich verkaufe alte. Ich verkaufte alte. Alle Spielkassetten. Schade. Also er scheint wirklich pleite zu sein. Vielleicht sogar noch pleiter als ich. Oh, eine Kiste. Ja, Master-Schloss knacken. Finde den Code für jede. Ist, glaube ich. Ach du Scheiße. In 10 Sekunden, das schaffen wir nicht. Okay, dann speichere ich mal, denn das war die erste Folge von Anachronax. So, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Auch schnell speichern. Tschüss.